Judoka des SF Hartek. Von klein bis immer größer, bis ganz groß. Man könnte sagen, kompakt. So, liebe Gäste, lieber WCO München, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt, dass wir heute euch ein bisschen Judo präsentieren dürfen. Wir machen heute einen kleinen Teil von einem Judo-Training, führen wir vor, von klein bis groß, von SF Hartek München, hier um die Ecke, auch jetzt als Verein zum Sportgymnasium im Dojo. Dann würde ich einfach anfangen mit einem Aufwärmen. Und los geht's! So, normalerweise dürfen Sie 10 Minuten aufwärmen, aber das ist ein kurzer Aufwärmen. Wir haben ja nur 10 Minuten hier für die Vorführung. Jetzt kommt ihr zu der Judo-Fallübung. Wenn man nicht fallen kann, kann man noch nicht mit Judo anfangen. Von klein an fangen Sie an, auch richtig fallen lernen zu üben. Und los geht's. Das ist eine Fallübung nach hinten, Kontrolle über den Körper, ohne dass man sich dabei abstürzt, ohne dass man sich dabei wehtut. Wie Sie an den Gürtel sehen können, die werden immer höher, sind fortgeschritten hier schon. Hier sind drei Kämpferinnen, alle drei bis zu Bayern bei allen Meisterschaften dabei, tolle Kämpferinnen. Genau. Gut. Das ist ein Fallübung nach vorne. So, jetzt kommt der freie Ball ohne abzustutzen. Jawohl. Wunderbar, sehr schön. So, jetzt waren die Fallübungen und jetzt gibt es eine Blumenrolle. Eine Blumenrolle, ja wunderbar, zwischen die Füße und los. So, das war jetzt so die Judo-Fallübung. Jetzt kommen wir zu den Judo-Würfe. Wie Sie sehen können, auch klein mit groß, Mädchen mit Jungs, alles ist bei uns. Jawohl. Ein Schulterwurf im Pulsierlage heißt der. Judo kommt ja, wie Sie vielleicht wissen, auch nicht wissen, aus Japan. Deswegen wird alles auch auf Japanisch gelernt. Die Bezeichnungen. Jetzt kommt ein Dehashibarai, ein Fußfeger. Genau, wunderbar. Sehr schön, okay, die nächsten Pärchen. Auch wieder ein Schulterwurf von Braungurt, Blaugurt, Grüngurt. Fußfeger, die Ashibarai oder wunderbar. Jetzt kommen unsere Erwachsenen, die Fortgeschrittenen, die Führerwürfe vormachen. Das ist ein
Katergurumma von Benjamin Martin, ist Landesliga-Kämpfer, war schon auch auf der deutschen Meisterschaft, also ein toller Kämpfer auch. Das war die Zinternotter. Zinternotter ist aktuelle süddeutsche Meisterin und war Europameisterin bei den Junioren. Das war ein Teilertäuschen von unserem Nachwuchskämpfer, Karl L. Das ist der Lorenz Thomas, Trainer von SV Tech München, Landesliga-Kämpfer. Ein Uchigari, ein Innensichel. Einen Tommelhage, den man auch auf vielen Filmen nennt. Sehe ich nichts mehr, aber jetzt habe ich wieder was gesehen. Sehr schön. Es waren ein paar Judo-Würfe, die demonstriert wurden. Jetzt für die vier Pärchen ein Übungskampf, ein Randori, wo sich der Gegner jetzt ein bisschen wehren darf, aber man doch zum Abschluss kommt. Und Maschine, los geht's! Jetzt kommt Bewegung rein. Das Ganze wird aus der Bewegung gemacht. Und die Jugend von aus U10, U12, U15, die Martecker Hornets, sind aktuell Münchner Meister. Thank you.